Gut, du hast ja noch was vorbereitet, Till. Ja, ich habe was vorbereitet und zwar haben wir uns seit einiger Zeit einen Account gemacht bei einer ganz speziellen Webseite. Diese Webseite heißt www.amen.de und auf dieser Webseite geht es darum, dass man sich anmeldet und dann bekommt man jeden Tag eine E-Mail zugeschickt, in der Anliegen drinstehen von anderen Menschen, die sich auch bei dem Portal angemeldet haben. Und diese Menschen bitten einen dann für sie mitzubeten für ihre Anliegen. Die Anliegen können alles Mögliche sein und man kann dann halt sich die Anliegen durchlesen. Und wenn einem das Anliegen gefällt, kann man dafür diese Person und ihr Anliegen beten. Und dann kann man auf einen kleinen Button drücken, wo drauf steht, ich habe dafür gebetet. Und auf der Internetseite kann dann der Fragesteller sozusagen sehen, wie viele andere Menschen schon für sein Anliegen auch mitgebetet haben. Und wenn man möchte, kann man auch eine kleine Textnachricht darunter verfassen, wo man dann so ein bisschen Zuspruch demjenigen machen kann. Und die Idee ist halt, dass je mehr Leute für ein Anliegen beten, desto, ja, ich formuliere es mal so, desto höher rutscht dieses Anliegen auf der To-Do-Liste von Gottes Sekretär. Das scheint die Idee dahinter zu sein. Und die Anliegen, die diese Leute haben, also man kann sich als Beter registrieren, also als... Also es ist eine, damit ich das richtig verstehe, eine virtuelle Betgemeinschaft, ja? Genau, man kann sich als Beter registrieren. Und es ist eine Website und eine Handy-App. Es ist eine Webseite und es gibt eine Handy-App dazu und man kann sich entweder als Betender registrieren, dann kriegt man halt die Gebetsanfragen und betet fleißig. Oder man kann sich als jemand registrieren, der ein Anliegen hat und die anderen User sozusagen bitten, für einen zu beten. Und auf der Handy-App kann man dann sehen, live verfolgen geht so eine kleine rote Zahl hoch, glaube ich, wie viele Leute jetzt schon dafür gebetet haben. Und dann kann man als User halt sagen, okay, mein Anliegen ist jetzt fertig und man kann das sozusagen abschließen und sich bedanken. Oder man kann auch drunter schreiben, ja, das Problem ist immer noch da, betet bitte weiter für mich. Genau, es geht also viel auch um Statistik und die Grundidee scheint zu sein, je mehr, desto hilfreicher. Und wie gesagt, hatten wir uns da vor langer Zeit schon angemeldet, aber haben nie aktiv mitgemacht. Also man kriegt halt diese E-Mails und wir haben die auch gelesen und diese Anliegen durchgelesen. Aber weil wir ja nun mal Atheisten sind, haben wir uns jetzt nicht weiter getraut, da aktiv zu werden. Also weil, ist das vielleicht unverschämt oder gemein, wenn wir jetzt da auf einen Ich-habe-gebetet-Knopf drücken, obwohl wir gar nicht gebetet haben und... Also ja, das, ich fände das falsch. Genau. Habe ich das zum Beispiel nie gemacht. Genau, tendenziell finde ich das auch eher doof, weil die Leute haben da ihr Ding aufgebaut und wir wollen ja nicht irgendwie, wir wollen denen ja keinen Schaden zufügen. Also habe ich mich dazu entschlossen, der Sache mal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen und die Macher der Webseite selber zu fragen, wie das denn ist. Und ich hab also eine E-Mail verfasst an die offizielle info@amen.de, glaube ich. Und da kam auch wirklich ziemlich schnell eine Antwort zurück, was mich sehr gefreut hat. Und zwar, ich habe geschrieben: Hallo, ich glaube nicht an Gott und bin nicht getauft. Hilft es trotzdem, wenn ich mich bei amen.de anmelde und für andere bete? Ist ein Gebet auch dann für andere wirkungsvoll, wenn es von einem Ungläubigen gesprochen wird? Oder wird ein Gebet überhaupt erst dann zum Gebet, wenn der Betende auch glaubt? Wenn es eurer Sache hilft, würde ich mich gerne bei euch als Beter anmelden und für andere beten, obwohl ich nicht daran glaube. Ohne euch vorher zu fragen, ob das geht, wollte ich es allerdings nicht tun. Ich würde mich sehr über eine erklärende Antwort von euch freuen. Und wie gesagt, ist relativ... Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, und wie gesagt, ist auch wirklich... So könnte man können wir euch auch was Gutes tun, was natürlich das Bild von bösartigen Atheisten, die immer nur in der Ecke sitzen und zynisch lachen, auch sehr zuwiderläuft. Ja, genau. Das ist ja sehr schön. Das hast du sehr schön gemacht. Und dann kam, wie gesagt, ganz schnell eine Antwort und auch sehr freundlich von einem Herrn, der sich Bernd nennt. Name von der Redaktion geändert. Und diese Antwort hieß: Guten Morgen, Till. Dann zitiert er meinen Satz: Ich glaube nicht an Gott und bin nicht getauft. Hilft es trotzdem, wenn ich für andere bete? Und er schreibt dazu: Gute Frage, Smiley. Darf ich vielleicht zunächst einmal zurückfragen, was du dir überhaupt von einem Gebet erhoffst, wenn du an keinen Gott glaubst, der dieses Gebet erhört? Auf den ersten Blick klingt das nach einem sinnlosen Unterfangen. Von daher fände ich es interessant zu erfahren, welche Gedanken dich dazu bewegen. Beste Grüße, Bernd. Gute Antwort. Also anscheinend war meine Frage nicht präzise genug gestellt. Und deswegen habe ich auch direkt zurückgeschrieben. Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Es ist so, dass ich zwar nicht an Gott glaube, aber sicher bin, dass es immer gut ist, anderen Menschen zu helfen. Wenn das nun so einfach, günstig und effektiv möglich ist, wie es eure Webseite und die dazugehörige App anpreisen, so würde ich gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wenn ihr also überzeugt seid, dass das Sprechen, laut oder in Gedanken, gewisser Texte oder Verse auch von einem Ungläubigen die Probleme eurer User zu lösen hilft, dann würde ich mich glatt als Beter bei euch anmelden und die Sache mal versuchen wollen. Grüße, Till.
Also ich habe sozusagen versucht zu erklären, dass es für mich anscheinend, also für mich sieht es so aus, wenn das alles so funktioniert, wie die behaupten, ist das eine relativ einfache Art, in der Welt Gutes zu tun. Und dann hat man halt jeden Tag drei Verse, die man da so aufsagt, und dann klickt man auf, ja, ich habe gebetet, und dann tut man Gutes. Ich meine, wenn das wirklich so einfach ist, würde ich das tatsächlich ganz cool finden. Ja, das wäre doch prima. Das wäre prima. So, und auch da wieder kam prompt eine Antwort. Also der ist wirklich, entweder hat er nichts zu tun oder der fand mein Problem besonders interessant, ich weiß es nicht. Guten Morgen, nicht so alltäglich. Till. Ja, kann sein, ne? Also er schreibt, guten Morgen, Till. Dann zitiert er mich mit meinem Satz, ich bin sicher, dass es immer gut ist, anderen Menschen zu helfen, und antwortet darauf, da sind wir definitiv einer Meinung. Dann zitiert er meinen Satz, wenn das nun so einfach, günstig und effektiv möglich ist, wie es eure Webseite anpreisen, und antwortet darauf, es ist so effektiv, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, der Gebete erhört. Und ich vermute, dass das letztlich der Knackpunkt ist. Wenn ich dort für einen Menschen bete, der schon lange gesundheitliche Probleme hat, dann bete ich nicht gewisse Texte oder Verse, ich habe deine Begriffe aufgenommen, meine das aber nicht ironisch, sondern ich versuche, eigene Worte zu finden, die zur Situation und dem Anliegen des Kranken passen, und richte diese dann an Gott. Beides ist wichtig, sowohl mich in die Situation des Kranken ein Stück weit hineinzudenken, als auch der Glaube daran, dass mein Gebet nicht einfach in die Luft gesprochen wird, sondern auch etwas bewirkt. Solange Letzteres für dich nicht vorstellbar ist, kannst du auch nicht beten. Oh. Du kannst trösten, zum Beispiel Menschen in deiner Umgebung. Du kannst einfühlsam auf Probleme oder Nöte anderer eingehen. Aber wenn du beten möchtest, dann braucht es den Glauben an ein göttliches Gegenüber. Habe ich das verständlich formuliert? Sonst frage ruhig nach. Beste Grüße, Bernd. Also ich finde, er erklärt da schon mal eine ganze Menge. Für mich wird klar, dass es tatsächlich darauf ankommt, ob man daran glaubt. Ne? Wenn du das einfach nur so sagst und dich einfühlst, reicht es halt nicht, wenn du nicht an Gott glaubst. So lese ich das. Ja, also was er versucht ja auf höfliche Weise zu sagen ist, wenn man an keinen Gott glaubt, dann helfen auch deine Gebete nicht. Und jetzt ist natürlich, es ist immer schwierig, sich in die Binnenlogik reinzudenken, weil die ist halt nicht wirklich Logik. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn der Kranke, von dem Bernd jetzt hier spricht, nicht christlicher Kranke ist, sondern sagen wir mal ein Hindu? Kann ich als Christ trotzdem für den Hindu beten, obwohl das göttliche Gegenüber, was ich vorhabe, ja nicht das göttliche Gegenüber ist, was den Hindu krank gemacht hat? Ich glaube ja, weil wie ich die Christen verstehe, glauben sie daran, dass alle anderen Gläubigen Irrgläubige sind. Und deswegen gibt es auch für den Hindu denselben Gott wie für mich als Christ. Also wenn ich meinen Christengott darum bitte, dem Hindu zu helfen, dann sagt der Christengott nicht, nee, das ist das andere Sprechzimmer, wir müssen hier in den Flur weitergehen. Sondern alle Menschen sind ja Gottesmenschen in der christlichen Sicht, so wie ich das jetzt verstehe bis jetzt, das Christentum. Jede Religion argumentiert doch so, wir sind die einzigen Wahren, die anderen vertun sich nur ein bisschen. Oder sind getäuscht vom Teufel. Und wie ist das jetzt, wenn jetzt ein Hindu sich, das wäre vielleicht die nächste Frage, wenn ein Hindu sich erbietet zu Shiva, dem Zerstörer, zu beten, oder wer auch immer im Hinduismus zuständig ist, für das physische Heil von Kranken. Oder wenn ich als Protestant zu meinem protestantischen Gott, ach nee, das funktioniert nicht mehr, ne? Aber als Katholik kann ich zu Heiligen beten, und das finden die Protestanten doof. Ach, schwierig. Ja. Entschuldigung, liest vielleicht mal weiter. Ich wollte dann noch ein bisschen detaillierter jetzt also darauf eingehen und von dem wissen, wie das jetzt mit diesem Mechanismus ist und dem Glauben und dem Beten. Ja, sehr gut, sehr gut. Und deswegen habe ich dann nochmal geantwortet, hallo nochmal. Und wieder vielen Dank für deine Antwort. Du schreibst, solange Letzteres für dich nicht vorstellbar ist, kannst du auch nicht beten. Aber wenn du beten möchtest, dann braucht es den Glauben an ein göttliches Gegenüber. Ich verstehe das so, dass ein Ungläubiger gar nicht beten kann. Dann macht es für mich natürlich auch keinen Sinn, mich bei euch anzumelden. Wenn der Glaube des Betenden Voraussetzung für das Funktionieren des Wirkmechanismus eines Gebets ist, wird es bei mir nichts bewirken. Grüße, Till. Und tatsächlich hat er darauf nochmal geantwortet, obwohl er das ja gar nicht mehr hätte müssen, weil ich ja da eigentlich gar keine richtige Frage mehr stellen, sondern nur nochmal präzisiere, was er vorher sagt. Aber er antwortet, hallo Till, der zitiert mich dann mit, ich verstehe das so, dass ein Ungläubiger gar nicht beten kann, und antwortet darauf, im Sinne dessen, was ein Gebet ausmacht, nämlich sein Anliegen dem Gott darzulegen, an dem ich glaube, nein, in diesem Sinne kann ein Ungläubiger nicht beten. Davon ab kannst du natürlich ein Gebet nach- oder mitsprechen, aber das wäre dann ein bloß formelhafter Akt,
ohne den notwendigen Glauben daran, dass es überhaupt ein göttliches Gegenüber gibt. Wenn du gern helfen möchtest, könntest du dich trotzdem an eine Kirchengemeinde oder Diakonie in deinem Wohnort wenden. Es gibt viele gute Tätigkeiten für notleidende Menschen, die nicht zur Voraussetzung haben, ein gläubiger Mensch zu sein. Und vielleicht kommst du auf diesem Wege auch noch einmal in ein Gespräch über das Gebet, das dich weiterbringt, als wir es jetzt mit unseren kurzen Mails tun konnten. Beste Grüße, Bernd. Also er bleibt bis zum Schluss nett, aber präzisiert tatsächlich, dass Ungläubige, wenn die Verse sprechen, dann ist es gar kein Gebet. Ja. Was ja auch okay ist. Ja, genau. Wir wissen also jetzt... Das ist deren Laden, die können die Regeln machen. Genau, die können die Regeln machen und wir wissen jetzt, dass wir richtig gehandelt haben, indem wir uns zwar angemeldet haben, aber nie irgendwie agiert haben mit diesem Portal. Also wir sind nie weder als Bittsteller noch als Betender in Erscheinung getreten, sondern wir haben einen Blick innerhalb dieses Systems gewagt und... Ja, also ich finde, das ist schon eine verrückte Vorstellung, die dahinter steht, dass es irgendwie so sehr primitiv ist vielleicht ein bisschen gemein, aber sehr kindlich oder so, diesen Mechanismus so einfach zu verstehen. Ja, also und jetzt machen wir das mit dem Internet und je mehr da beten, desto besser wird es. Also das ist schon irgendwie sehr einfache Vorstellung, finde ich. Doch, ich glaube, das ist genauso wie du gesagt hast. Da habe ich beim vorletzten Mal, als wir über Heilige geredet haben, auch zum ersten Mal drüber nachgedacht. Aber eigentlich müssen die sich vorstellen, dass es da eine Liste gibt oder eine Prioritätenliste und je mehr Leute beten, rutscht es irgendwie nach oben. Ja, genau. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass viele Leute beten. Sonst wäre es ja viel sinnvoller, für möglichst viele verschiedene Sachen zu beten. Ja, genau, richtig. Das stimmt. Und was mich ein bisschen... ich habe ja auch immer mal wieder geguckt über die Monate, was die machen und was mich geärgert hat oder was mich betroffen gemacht hat, ist da halt, dass wirklich Leute da sind Leute, die in echter Not sind. Die sind krank oder hier ist jemand, ist das Haus abgebrannt und zwar durch Brandschutz. Ich nehme an, dass sie Brandschatzung meinten, also Brandstiftung. Oder dass Leute große Schwierigkeiten mit der Familie haben oder ich sag mal verprügelt werden oder was auch immer. Und anstatt dass sie jetzt was... Ich meine, wenn du dich du bist in Not und du hast ein konkretes Problem und du wendest dich dann an eine Gemeinde, und wenn es eine Internetgemeinde ist, dann hat die Gemeinde ja Möglichkeiten, Sachen zu tun. Theoretisch hat man alle möglichen Möglichkeiten. Jemand hat ein Problem, also gehe ich da hin und sage, Mensch, unser Haus ist abgebrannt oder hier, da sagt jemand, ich habe von meinem Arzt gesagt bekommen, dass ich keine Kinder bekommen kann, ich war bestürzt, Medikament ausprobiert, hilft alles nichts und so weiter. Da kann man jetzt nur begrenzt helfen. Aber anstatt dass die Leute mal, wenn sie krank sind, zum Arzt gehen oder dass man vielleicht, was weiß ich, Geld sammelt, um den Leuten über den Verlust ihrer Wohnung oder ihres Hauses zu helfen, wird dann halt gebetet. Richtig, man lenkt sich davon ab, was Richtiges zu tun. Und danach fühlt man sich, man lenkt sich ab, man denkt, man hätte jetzt was getan und dadurch ist aber niemandem geholfen. Niemandem ist geholfen. Aber alle haben das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die haben das Gefühl, sie hätten was getan. Ja. Und diese Hilfswilligkeit, die in Menschen ja oder in den allermeisten Menschen ja angelegt ist, die ist dann befriedigt. Dadurch, dass ich das vor mich hingemurmelt habe und auf dem Handy, auf dem Smartphone, auf irgendeinen Ja-ich-habe-gebetet-Knopf gedrückt hat. Ich finde das schädlich. Ich finde das auch schädlich. Mhm. Und anstatt, dass die, also aus Sicht der Gemeinschaft finde ich das schädlich und aus Sicht des hilfesuchenden Einzelnen ist das auch schädlich. Der meint nämlich jetzt, oder die Person meint jetzt nämlich, ihnen würde geholfen. Und das hält sie davon ab, ihr Leben mal in die Hand zu nehmen teilweise, ne? Ja. Genau. Anstatt mal mit dem gewalttätigen Vater zu sprechen... Oder anstatt dann halt mal zum Arzt zu gehen oder auch ganz oft hat man ja Sachen, oh Gott, das ist diese schwierige Prüfung. Anstatt zu lernen für die Prüfung, die auf einen zukommt, betet man lieber, beschäftigt man sich mit Beten. Das ist doch schädlich. Ja, ich finde das auch schädlich. Das ist nicht einfach nur harmlos, das ist schädlich. Sollen wir ein paar Beispiele bringen von Anliegen oder ist das aus dem Nähkästchen plaudern, von Sachen, die man nicht ausplaudern darf? Ist das vertraulich? Ja, ich würde sagen, wir haben ja keine Leute, die. Now, everybody sit down now.